Dieses Mal hat uns die Reise nach Nürnberg geführt. Wir haben Frederik Funk vom Team Erdinger Alkoholfrei zu Hause besucht und mit ihm nicht nur über seine Liebe und Leidenschaft zum Kaffee gesprochen und uns einen Barista-Kurs abgeholt, sondern auch über seine noch junge Karriere als Triathlon-Profi und vor allen Dingen haben wir einen Blick in die Zukunft gewagt. When I turn up, you know I'm on my, on my. Yes, I'm on my, on my. Yes, I'm on my, I'm so. Yes, I am so, I'm on my, 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 on my. Yes, I'm on my, on my. Yes, I'm on my, I am so. Ich fühle mich hier ein bisschen wie an der Kaffeebar. Ich hätte auch gern einen. Wir sind ja heute relativ früh aufgestanden, um hier pünktlich bei dir auf der Matte zu stehen. Das waren wir gerade mit dir beim Laufen unterwegs und das ist ja so der Traum eines jeden Triathleten. Und wir brauchen für unser neues Büro auch noch eine Maschine, wissen aber selber noch gar nicht, wie das funktioniert. Und dann dachten wir, wenn wir schon mal da sind und das Ding steht hier im Wohnzimmer, mach doch mal so einen kleinen Barista-Kurs mit uns und erklär uns doch mal bitte, wie das funktioniert und wie man auch vor allen Dingen dieses Latte-Art macht. Also ich trinke nur einen Kaffee, der nicht nur gut schmeckt, sondern der auch gut aussieht. Ja, Niki, ich stimme dir zu. Latte Art ist sehr, sehr wichtig beim Kaffee. Ja, wie die Kaffeemaschine funktioniert, weiß ich auch nicht. Ich habe mir die eigentlich nur geholt für die Instagram-Stories und einfach um noch ein paar Follower zu gainen, sag ich mal. Und ja, ja, und das ist auch eigentlich der Hauptgrund. Ja, es ist eine schöne Dekoration auf jeden Fall. Da sind wir quasi bei der Premiere dabei. Genau, ja. Ich mache jetzt das erste Mal einen Kaffee. Welcher Kaffee ist da eigentlich drin? Der sieht so gut aus. Ah, ich habe hier die Verpackung. Sogar noch hier irgendwo. Oh. Supporter-Kaffee heißt der. Ah. Espresso aus 100% Arabica. Erstmal auf dieses R drücken. Dann kann man hier so den Mahlgrad einstellen. Hier 0 ist quasi sehr fein und 9 ist sehr grob. Bei 9 kommt die ganze Bohne dann raus. Ja, genau. Da haben wir hier die einzelnen Bohnen drin. Ich habe den hier bei diesem Supporter-Kaffee so bei 2,658. genau, dann hier doppelter Espresso natürlich. Einfacher ist zu schwach. Dann das Ganze hier mit dem Tamper schön fest stampfen. Wie viel Watt? Ungefähr 8000 Watt. Ja, ist immer eine schöne Sauerei. Freut sich die Freundin. Dann davor, das habe ich in einem Video gesehen, muss man einmal hier Wasser rauslassen. Dann rasten wir den hier so ein. Damit hier der Zeiger im grünen Bereich ist, müssen wir hier nochmal kurz Druck ablassen. Dann kurz warten, bis der sich wieder aufbaut. Bin mir nicht sicher, ob das bei jeder Kaffeemaschine ist, aber bei der hier braucht man eine Tasse. Dann zieht man den Hebel hier. Und dann kommt hier so schön Kaffee unten raus. Ein bodenloser Siebträger schaut es auch gut aus, also auch bodenloser Siebträger auch nur geholt für Instagram. Für die Optik halt. Und für die Optik. Nicht länger als 26,6 Sekunden. Und genau, jetzt das Wichtigste, worüber wir vorher geredet haben, die Latteart. Natürlich mit laktosefreier Milch. Am besten ist eigentlich Sojamilch und Hafermilch, eindeutig. Das ist natürlich viel gesünder. Wie viele Kaffees trinkst du so am Tag dann? Ja, so 8 bis 10. Und hier die Milch aufschäumen, bis die Milch ungefähr so 87 Grad hat. Das spürt man eigentlich immer ganz gut, wenn man hier hinlangt. Ja, ist ja, so. Ein bisschen 84 jetzt. Ja, okay. Aber dafür dann muss man das schon auch ein bisschen beherrschen, ne? Ja, auf jeden Fall. Gefühl, das man entwickeln muss. Was auch wichtig ist, ist, habe ich oft immer in den Cafés gesehen, ist hier die Milch noch mal zu schütteln und noch mal so ein paar Mal auf den Tisch zu hauen. Ja. Das gehört einfach dazu. Fürs Feeling. Ja. Ich fühle mich auch direkt mehr so wie in Spanien. Oder? Also ich weiß nicht, was es bringt, aber das machen die. Ja. Also machst du es auch. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt. So, Latte Art.
So drei Kreise, ne? Oder wie ist das? Was für ein Mustertaus sonst? Oh, das ist ja Kona, oder? Das ist doch. Ne, ein Totenkopf. Ja, das ist. Ein Panda-Bär. Ein Panda-Bär. Guck. Hier, die beiden. Der Kopf, die beiden Augen, die Nase und unten der kleine lächelnde Mund. Genau, ja. Also, das ist auf jeden Fall. Damit willst du einen Preis gewinnen, auf jeden Fall. Ja, ich mache das immer absichtlich so, damit der Kaffeetrinker auch noch so ein bisschen Interpretationsspielraum einfach hat. So, die philosophische so. Ader. Und das kann man jetzt an. Das ist wie beim Wolkenlesen, so, bei dem machen ja auch immer so Bilder, aber jeder sieht was anderes. Ja, ja. Ja, genau. Gut, ja, dann lass dir das mal schmecken. Ja. Wir wandern weiter. Ich blick da, so leicht versetzt neben der Kamera, auf diesen Spruch, den du mir auch gerade noch um die Ohren geworfen hast. Der Kaffee läuft, sportlicher wird es heute nicht mehr. Ist das eine deiner Philosophien? Ja. Ja, ist mein Motto. Direkt immer morgens als erstes einen Kaffee, dann ist der Tag schon mal erledigt. Ja, genau. Also in der Früh erstmal einen Kaffee nach dem Aufstehen, dann einen vor dem Frühstück, einen während dem Frühstück, einen nach dem Frühstück und dann geht's wieder ins Bett. Coffee all day sozusagen. Genau, Coffee all day, every day, 24/7. Spaß beiseite. Ich meine, du trinkst natürlich nicht den ganzen Tag Kaffee, sondern hauptsächlich verbringst du den Tag mit Sport treiben. Wie ist das? Du wohnst jetzt hier in Nürnberg. Wir waren schon bei der ersten Einheit dabei. Das war ein relativ lockerer 10-Kilometer-Lauf, aber schon echt viel auch so durch die City erstmal. Also es war jetzt nicht so, dass du direkt irgendwie losläufst und dann schön in der Natur und im Wald bist und so. Und du bist ja ganz woanders groß geworden und kennst es eigentlich irgendwie in der Natur, Sport zu machen und wahrscheinlich, weiß ich nicht, 3 Stunden komplett zu fahren, ohne mal ein Auto zu sehen oder eine rote Ampel zu haben. Hier ist so ein ganzer Kontrast dazu. Aber passt? Ja, auf jeden Fall. Ich finde eigentlich auch genau, das ist auch das, was für mich gerade den Reiz hier auch ausmacht. Ich meine, ich bin auf dem Land, eben wie du gesagt hast, aufgewachsen. Und dann ist es natürlich auch mal was, wenn man halt hier irgendwie 18 Jahre auf dem Land verbracht hat, dann ist es natürlich auch mal was Cooles, dann irgendwie mal einfach was anders zu sehen und einfach neue neue Begebenheiten zubegeben und einfach mit der Stadt. Ich meine, gut, ich finde es gut, dass es hier nicht ganz so schlimm ist, wie jetzt, wenn ich zum Beispiel in Mitte von München oder so wohnen würde. Ich meine, hier bin ich jetzt auch mit dem Rad, brauche ich nie länger als 10 Minuten. Da bin ich auch auf sehr ländlichen Straßen und auch beim Laufen war es ja auch 1-2 Kilometer und dann war es ja eigentlich auch schon eigentlich richtig in der Natur drin. Und ja, und sonst, wenn man auch mal Bock hat, kann man auch einfach mal so mitten in die Stadt laufen, so um die Burg rum. Ja, es gibt ja schon ein paar coole Strecken auch. So, Thema Social Media, da muss man ja auch fast irgendwie Swift mittlerweile dazu zählen. Also du warst da auch schwer aktiv und wir haben ja auch mal versucht, dieses eine Swift Pro Tree Series Race mit dir so zu covern. Da hast du uns auch echt gutes Bildmaterial geschickt. Wir konnten das allerdings nicht benutzen, weil hier in der Bude so der Beat gebumst hat, dass wir das nicht benutzen durften wegen den Richtlinien. Macht dir das Bock, so Rolle fahren, die E-Races? Oder war das jetzt so ein Mittel zum Zweck? Und wie hast du das für dich genutzt? Nick meinte so, ja, jedes Swift-Rennen, das ich irgendwie gesehen habe und verfolgt habe, da war der Funk am Start, der ist ja voll besessen davon. Ja, voll. Ich habe jetzt insgesamt 3 so Swift-Races gemacht. Einmal von dieser Z-Pro 3-Series, da das 2. Rennen. Und dann noch eben die ersten 2 Rennen von dieser Super League 3-Series, wo ich dann quasi mit reingekommen bin über auch Trainingskollegen Simon Henseleit, der da in der Super League startet und da quasi so das Team zusammengestellt hat, Team Germany für Super League. Und ja, es ist auf jeden Fall schon eine coole Abwechslung auf jeden Fall. Also es macht Bock. Und es ist auch richtig hart, sagen wir mal, eine richtig harte Trainingseinheit. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass es hier irgendwie Rennen ersetzt oder Triathlons ersetzt. Also einerseits lässt sich da natürlich immer über die Fairness diskutieren. Klar, bei so Super League, da war schon, würde ich mal sagen, sehr fair mit Weigh-In und so und mit Z-Power, wo man dann quasi seine Powerdaten hochladen musste. Aber trotzdem gehen ja irgendwie alle Powermeter und Rollen sind immer so ein bisschen unterschiedlich. Wenn die eine da jetzt 3-4 Watt zu wenig anzeigt, die andere 3-4 Watt zu viel, dann sind es halt schon
hier 8 Watt Unterschied und es ist natürlich dann schwierig, da irgendwie irgendwelche Schlüsse draus zu ziehen, wer jetzt hier der beste Radfahrer ist oder so. Aber du kannst deswegen, es dann schon hier in der, hier zu sitzen und dir so richtig einen einzuschenken, das kannst du schon? Schon, ja, auf jeden Fall. Also für meine Verhältnisse dann ging der Puls dann schon auch über 200 bei mir. Also das ist auf jeden Fall richtig hart, aber ich sehe es auch nur quasi so dann so als Spaßrennen, also hauptsächlich geht es um Spaß und als harte Trainingseinheit. Und ansonsten war es dann auch immer so, hat Dan auch oft gesagt, ja, passt jetzt leider nicht, wir müssen jetzt mal wieder hier ein bisschen strukturierter trainieren. Und dann deswegen habe ich jetzt auch nicht irgendwie jede Woche ein Zwift-Rennen gemacht. Und so diese 3 Zwift-Rennen waren dann auch genug. Was ich nach einem Zwift-Race gesehen habe, da warst du dann mit Team Germany abends noch ausfahren und dann seid ihr irgendwie um kurz nach 10 noch durch ein Drive-In und Fastfood essen gegangen. Ja, das ist halt auch irgendwie so das, was dann noch so cool ist. Also, vor allem auch mit dieser Teamgeschichte. Da waren dann so halt, waren wir fertig im Swift-Race, kurz miteinander telefoniert, so ey, lass doch draußen ausfahren, ist ja noch hell. Und dann draußen ein bisschen ausfahren gegangen und dann komm, jetzt lass hier McDrive mit den Fahrrädern, wollten wir eh schon immer mal machen. Und ja, ist schon ganz cool, sowas ergibt sich halt dann irgendwie so auch, auch durch solche Swift-Races. War auch gut für Instagram. Auf jeden Fall, ja. Genau deswegen haben wir es ja eigentlich auch gemacht. Ja, klar, also mit der Kaffeemaschine halt. Ja, also ich mach, an sich lebe ich eigentlich nur für Instagram. Ja, fürs Instagame. Du bist ja noch ein ziemlicher Jungspund so. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Jungs so in deinem Alter komplett irgendwie auf eigenen Beinen so stehen, sich selbst organisieren müssen und so. Und du bist ja auch dann aus dieser ja, Nachwuchsförder-Kaderstruktur irgendwie raus und bist dann mehr oder weniger direkt so auf diese langen Strecken in diese Unabhängigkeit gewechselt, wo du jetzt irgendwie Sponsoren, eigener Trainer, eigenes Training organisieren. Wie machst du das? Also wie organisierst du hier dein Umfeld, dein Training? Wie muss man sich das vorstellen? Also was mir da auf jeden Fall sehr viel geholfen hat, auch auf Umstieg da auf Mitteldistanz, war natürlich das Erdinger alkoholfreie Perspektivteam dann. Was ist dann, das ist halt schon eine super Gelegenheit, um einfach eben hier Fuß zu fassen, um das Ganze einfach kennenzulernen. Das mit den Sponsoren und alles eben zu lernen. Und dann jetzt seit diesem Jahr bin ich auch im Profiteam. Und dann habe ich natürlich auch noch Unterstützung vom Cibis Luftschick quasi so als mein Manager. Und ja, es ist auf jeden Fall schon auch ein Team um mich rum, was mich da unterstützt. Und genau, das macht das Ganze dann natürlich auch deutlich einfacher und ich lerne es so mit der Zeit. Wie dann lernt man das? Weil ich meine irgendwie, wenn man so als junger Sportler ist, man hat so irgendwie so eine Vorstellung davon, wie es ist, Profi zu sein und auch Sponsoren zu haben. Es gibt ja jetzt aber keine Schule, wo du hingehst und du wirst ausgebildet als Triathlon-Profi, sondern das ist ja auch so ein Reinfinden. Man hat dann immer noch so diese ganzen Idole, Sebastian Kienle, Jan Frodeno und kriegt das vielleicht auch so ansatzweise mit, wie das bei denen so organisiert ist. Wie lernst du es, Triathlon-Profi zu sein? Also einerseits, finde ich, schaut man sich dann schon auch viel so von seinen Idolen ab. Also man sieht ja, wie machen die das und dann so oder so ähnlich passt man das dann auf sich selber quasi so an. Und ja, und andererseits ist es einfach so, ich finde, das kommt auch so mit der Zeit. Ich denke mir dann immer so, die sind so wahnsinnig professionell und es ist halt schon so ein sehr weiter Weg bis dahin, aber es ist halt eben auch ein weiter Weg und es kommt halt einfach so mit der Zeit, denke ich. Also so richtig, es ist jetzt nicht so, dass man irgendwann mal aufwacht und auf einmal ist man Triathlon-Profi oder so. Mhm. Also ich würde schon sagen, dass es halt einfach mit der Zeit eben kommt und man lernt immer jeden Tag einfach was Neues dazu. Es gibt so, so Werte und Normen. Also es ist ja auch das, was irgendwie die Eltern einem ja auch mit auf den Weg geben und die dann ja auch, das ist ja das Hauptziel der Eltern, ne? dass ja, die Kinder irgendwie auch sich zu benehmen wissen, gut ankommen und so weiter und so fort. Was sind so die Werte und Normen, nach denen du versuchst, halt Triathlon-Profi zu sein? Ja, gute Frage. Ich denke mal, das ist so auch jetzt nichts anderes, als wie man einfach, ich meine, ich möchte halt auf jeden Fall so authentisch wie möglich rüberkommen. Das ist das Allerwichtigste. Also auch jetzt irgendwie auf Social Media und so, kein der Posts, die ich mache, ist jetzt irgendwie gestellt und
so Sponsoren irgendwie was von mir verlangen, da versuche ich das auch wirklich so authentisch wie möglich eben rüberzubringen. Ich denke mal, das ist so das Allerwichtigste auf jeden Fall. Und so fassen es dann die Leute dann eben auch auf. Und ja, und abgesehen davon ist halt schon... Oh. Nick reißt die Bude ab. ich denke mal, man braucht auf jeden Fall auch einen, sag ich mal, gesundes Selbstbewusstsein. Auf jeden Fall nicht zu krass. Das kann dann natürlich auch nach hinten losgehen und man wird gleich irgendwie von vielen als arrogant abgestuft. Das ist ein schmaler Grat, weil das darf auch nicht zu wenig sein. Auf jeden Fall, ja klar. Ich meine, man braucht es ja auch irgendwie für die Leistung. Also jetzt nicht nur irgendwie, wie man rüberkommt, sondern auch für die Leistung braucht man auch irgendwie so ein gewisses Selbstbewusstsein. Und ja, genau, andererseits, dass, wie du schon gesagt hast, eben nicht zu viel sein. Und es ist schon ein schmaler Grat auf jeden Fall. Und klar, also kriegt auch nicht jeder hin. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes dafür. Hast du so Ratgeber, mit denen du dann irgendwie dich besprichst oder wo du auch mal sagst, wo du dir so Feedback einholst oder einfach mal fragst, ist das alles so richtig oder geht das in die richtige Richtung? Weil ich meine, man selber ist dann auch immer so ein bisschen in seinem eigenen Bild gefangen und ist dann auch schwer, das so selber zu beurteilen, was man so macht. Ja, auf jeden Fall. Mein wichtigster Ratgeber ist das schon so meine Freundin auch. Da frage ich dann immer so vor jedem Post, den ich mache, sage ich, passt es so, ist es zu viel oder... und ja, die holt mich dann da schon auch oft wieder auf den Boden zurück. Und man geht schon relativ sensibel dann ja offensichtlich mit dem Thema um. Also ja, auf jeden Fall. Ja, ich meine, es ist halt schon so, also man hat halt einerseits halt auch die Idole, sag ich mal, die Sportler, zu denen man hochschaut. Andererseits gibt es aber auch Sportler, wo man dann so sagt, genau so will ich nicht enden. Mhm. Und es ist ganz gut, sowas auch zu haben, weil kriegt man auch so ein bisschen das Gefühl, wie man es eben nicht machen soll. Ist ja auch der Weg dahin, irgendwie einerseits so zu sehen, so würde ich gerne sein und aber auch zu wissen, so will ich nicht sein. Das ist ja auch wichtig. Die Frage habe ich am Anfang einmal gestellt, so wie willst du sein? Wie willst du denn eben nicht sein? Ja, klar, also ich will auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie, habe irgendwie hier meine sportlichen Erfolge, aber irgendwie bekomme ich nicht wirklich die Anerkennung dafür, weil 80% der Triathlon-Community mögen mich halt nicht oder finden mich arrogant, unsympathisch oder sowas. Und genau sowas möchte ich halt verhindern. Ich meine, es gibt natürlich immer, immer die Hater. Also es ist ja da so, dass es immer Leute gibt, die dich dann nicht so toll finden wie andere. Und dann gibt es natürlich auch immer die ganz treuen Fans, egal was du machst, die stehen auch immer hinter dir. Aber da braucht man schon, das ist das schon das Beste, wenn es eher dann nicht so 80% der Leute mögen dich nicht, 20% der Leute mögen dich eher andersrum und dann noch besser. Man kann es ja eh nie immer allen recht machen. Ja, also, das auf jeden Fall. So, ich glaube auch, wenn man das versucht, dann wird es halt so beliebig und austauschbar. Und eigentlich ist es ja auch ganz schön, wenn es irgendwie so ein bisschen Ecken und Kanten gibt und wenn man auch mal irgendwie was zu sagen hat oder wenn man überhaupt was sagt oder steht. Und ich meine, Sebi hatte das ja gesagt, es war irgendwie, wo du das erste Mal so ein bisschen auf die längeren Strecken gekommen bist, also Mitteldistanz dann, wenn es jetzt Aktien geben würde, die würde ich auf jeden Fall mal kaufen und er ist ja auch einer für die markigen Sprüche und sowas. Würdest du sagen, du bist auch so einer, der eigentlich kein Blatt vor den Mund nimmt und dann auch so Ansagen macht? Ich habe das auch mal in irgendeinem Blog geschrieben, ich weiß gar nicht mehr vor welchem Rennen das war oder nach am Rennen, da ging es auch so darum, ich weiß auch nicht mehr, was du genau gesagt hast, aber es war so eine Mischung, es war genau dieser schmale Grat zwischen so, ist das jetzt überheblich oder ist es einfach nur so eine sehr gute und wichtige Portion von Selbstüberzeugung? Ja, also ich würde auf jeden Fall beispielsweise vorm Rennen, würde ich jetzt nie sagen, sagen wir mal, das ist jetzt die 73-Weltmeisterschaft. Ich würde jetzt nie sagen, ich gewinne das jetzt, wenn ich nicht wirklich... wüsste, dass ich hier die Chance hätte, das auch zu gewinnen. Mhm. Also es ist schon so, man muss schon auch immer dabei realistisch sein. Und ich habe ja auch schon oft gesagt, ich will mal Hawaii gewinnen. Aber ich glaube, da ist auch gerade so der Unterschied. Ich sage halt auch, ich will Hawaii gewinnen und nicht, ich werde Hawaii gewinnen. Und es ist natürlich, ja klar, also es ist auf jeden Fall das große Ziel, wofür ich tagtäglich arbeite. Und da möchte ich schon dann halt auch irgendwie das dann auch so quasi... gehört, du willst Hawaii gewinnen. Nimm mich mit.
Ja, Kona. Hawaii meine ich, nicht Kona. Wir hatten einmal so die Rollen quasi und Berater, so, die für dich eine Rolle spielen. Das war einmal deine Freundin, hast du gesagt. Mhm. Und relativ neu, vielleicht auch der neueste Part, ist ja Dan Lorang, ja. Der Coach. Du warst vorher jahrelang irgendwie auch in einem anderen Umfeld. Und wie ist es dann so, sagen wir mal, was Gewachsenes so zu verlassen? Also ist es dann so ein bisschen, keine Ahnung, tut das weh, so sein altes Umfeld zu verlassen und so was Neues zu starten? Oder wie war so der Switch? Nee, also ich war auf jeden Fall erstmal richtig aufgeregt, einfach. Einfach so neue Reize, neue Trainer, also neues Umfeld quasi. Das fand ich eigentlich eher was sehr, sehr Positives. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich so komplett irgendwie so das alte Umfeld dann komplett hinter mir gelassen habe. Ich trainiere hier immer noch am Stützpunkt hier in Nürnberg, auch schwimmen, auch jetzt unter Roland und so mit der Gruppe und so. Also ich habe jetzt das nicht so komplett hinter mir gelassen. Das Einzige, was halt der Unterschied ist, dass ich jetzt Trainingspläne von quasi jetzt von dann bekomme. Und dementsprechend mache ich halt dann auch so Rad und Laufen, auch überwiegend dann auch alleine. Aber das habe ich davor eigentlich auch schon sehr viel gemacht. Also, wie kommt das zustande, dass man Athlet bei Dan Lorang wird? Also er ist ja schon so ein bisschen der Trainer. Wie hast du es geschafft, unter seine Fittiche zu kommen? Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass es geklappt hat. Auf jeden Fall. Ich denke auch, dass er wirklich auf jeden Fall einer der besten Trainer ist. Und dementsprechend privilegiert fühle ich mich da quasi. Aber ja, also es ging auch anfangs erstmal über Roland aus. Also Roland meinte, dass es vielleicht ein Schritt für mich wäre, jetzt eben den Trainer zu wechseln. Auch jetzt mit dem Fokus auf den längeren Distanzen, Mitteldistanz. Er denkt, dass ich da jetzt zum Beispiel mit Dan einfach eben noch mehr aus mir rausholen kann. Vor allem in Sachen Radtraining. Und dann ging er da quasi auch auf Dan zu. Ich meine, es war ja auch bei derselbe Schritt wie jetzt bei Jan Frodeno. Also ich will jetzt mich keinesfalls mit Jan Frodeno vergleichen, aber ist ja auch von Roland dann zu Dan. Und ja, und dann genau, dann habe ich quasi mich auch mit Dan unterhalten. Er war auch auf jeden Fall offen. Also er hatte quasi Zeit für einen neuen Athleten, weil sie einen Platz frei und offen für eben ein neues Projekt, auch vor allem für so einen jungen Athleten wie mich. Wo er quasi mehr oder weniger so von Anfang an dann dabei, zumindest von Anfang an der Mitteldistanzkarriere und der Langdistanzkarriere. Und dann kam natürlich noch hinzu, dass, also ich, ist jetzt nicht der Hauptgrund, wieso ich jetzt bei Dan bin, aber er wohnt ja jetzt in Unterwössen, also meiner alten Heimat, quasi 800 Meter von meiner Family entfernt. Und so ist es natürlich auch irgendwie ganz cool, dass wenn wir mal beide gleichzeitig zu Hause sind, was sehr selten der Fall ist tatsächlich, dann kann man sich so auch mal sehen und er kann mir auch mal bei der ein oder anderen Trainingseinheit über die Schulter schauen. Aber so bis jetzt funktioniert es auf jeden Fall sehr gut und macht richtig Spaß, mit ihm zu trainieren. Also du hattest gesagt, du bist ein sehr junger Sportler. Als neues Projekt für Dan ist das auch irgendwie so eine Art Herausforderung und was er vielleicht auch noch nicht hatte. Es stimmt zwar, dass du sehr jung bist, aber du bist ja nicht irgendwie erst seit kurzem im Triathlon dabei. Also du hast da ja schon eine riesen Phase hinter dir und auch eine riesen Entwicklung. Ist es jetzt so, dass du dann trotzdem noch vergleichsweise viel Potenzial zugesprochen bekommst von Dan, wie einer, der vielleicht erst mit 17, 18 mit dem Sport angefangen hätte und jetzt dementsprechend vielleicht erst 5, 6 Jahre dabei wäre? Ja, wie du schon sagst, ich bin ja schon, also seit 2011 mache ich quasi das leistungssportlich Triathlon. Und aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich hier dann, das war quasi so mein erstes Jahr Jugend B, dass ich da dann schon irgendwie hier wöchentlich 20 Stunden trainiert habe. Also das alles natürlich sehr langsam aufgebaut über die Jahre. Das macht der Roland auch sehr, sehr gut bei jungen Athleten, finde ich. Und genau jetzt unter Dan ist es auf jeden Fall schon noch so. Also wir hatten ja jetzt auch schon ein paar Leistungsdiagnostiken, die das schon auch bestätigt haben, dass das Training auf jeden Fall einen großen Effekt auch hat. Also das, was wir jetzt gemacht haben,
hat sich auf jeden Fall schon richtig ausgewirkt, auch jetzt schon seit nach einem halben Jahr. Und deswegen freue ich mich erstens, das dann auch irgendwann mal dann im Wettkampf zeigen zu können. Und bin auch sehr gespannt, wo die Reise dann noch hingeht. Spricht man so über Potenzial, was noch da ist? Also ich meine, du hast ja schon auch was irgendwie zustande gekriegt. Also ja, halt auch mit der jungen Karriere auf der Mitteldistanz. Also wenn jetzt dich einer fragt, ja, was ist denn noch möglich in den nächsten, was ist im nächsten Jahr möglich und was ist in 5 Jahren möglich? Ja, also klar, genau sagen kann ich es auch nicht. Also ich persönlich muss natürlich irgendwie auch glauben, dass ich da noch sehr viel Potenzial habe, weil es ist schon, denke ich, schon noch so ein Schritt zur Weltspitze auf jeden Fall, der da noch fehlt. Und deswegen glaube ich auch dran, dass da noch Potenzial ist. Ich denke schon, dass ich auf jeden Fall auf dem Level bin, dass ich so 73 Rennen gewinnen kann. Auch teilweise vielleicht ganz gut besetzte. Hast du auch schon bewiesen passt. In Lanzarote? Ja, zwar ohne Schwimmen, aber ich denke, das hätte auch nicht viel geändert, hoffe ich mal. Ja. Und ja, ist auch immer ein bisschen schwierig, darüber jetzt zu sprechen, ohne irgendwie so arrogant zu wirken auch. Wenn du einfach so, wenn wir sagen mal jetzt quasi Grundvoraussetzungen für alles, was jetzt kommt, was du sagst, darf keiner sagen, das ist aber arrogant. Also weißt du, das kann man kann es ja vielleicht so ein bisschen dividieren. Ja. Also sprich einfach mal frei raus, ohne dass dir jetzt nachher einer unterstellt, dass du arrogant bist, weil das bist du ja nicht. Also ich sag, wenn ich es mal so allein von den Zahlen herleite, von den Leistungsdiagnosen, die wir jetzt gemacht haben und so wie Dan mich auch einschätzt, ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial da, weil eben das, sag ich mal, wenige Training, das wir in einem halben Jahr gemacht haben, also ist im Vergleich zu einer 15-jährigen Karriere ist es ja nichts, so, weil sich das so eben quasi gezeigt hat in meinem Körper, weil mein Körper so darauf reagiert hat, ist quasi schon eigentlich relativ viel Potenzial da, weil also wird wahrscheinlich nicht nochmal dieser Sprung geben, wird es nicht nochmal diesen Sprung geben, aber auf jeden Fall geht es bei mir immer noch sehr steil aufwärts. Also die Kurve flacht noch lange nicht ab. Mhm. Und ja, ich denke mir auch selber mal, ich bin 22, jetzt wäre ich bald 23. Und ich meine, die meisten Triathleten, die auch schon in so einem jungen Alter, als ich angefangen habe, die sind auch meistens erst Ende 20, Anfang 30 wirklich an der Spitze ihrer Leistung, frühestens, sage ich mal. Und bis dahin ist auf jeden Fall noch ein weiter Weg und Dan und ich möchten jetzt auf keinen Fall irgendwie übereilig jetzt voll reinhauen, dass ich jetzt hier nächstes Jahr meine Höchstleistung habe, sondern wir möchten das natürlich auch über die Jahre hinweg aufbauen. Ist es so, weil irgendwie als Jungspund ist man ja Heißblüter. Ja. So würdest du nicht am liebsten irgendwie jedes Wochenende ein Rennen machen und nur starten und weiß ich nicht? Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich jetzt auch in den letzten Jahren auch dazu gelernt habe. Also früher war ich schon immer so jede Intervalleinheit muss quasi all out sein, also am Ende muss nichts mehr gehen. Mhm. Und auch am besten natürlich genau jedes Wochenende ein Wettkampf. Und aber da habe ich jetzt schon auch dazugelernt, vor allem auch unter den wissenschaftlichen Aspekten, jetzt auch sportwissenschaftlichen Aspekten unter dann, dass es auch eben für den Körper nicht so viel Sinn macht, da immer an die Grenze zu gehen und dass es auch mal Sinn macht, hier nur irgendwie so halb schnell oder eben so bestimmte Bereiche, die ich quasi vorher nie abgedeckt habe, die jetzt halt auch mal abdecke. Und quasi das Ganze einfach als ein langfristiges Projekt sehe. Habt ihr so Meilensteine definiert, wie dann jetzt die nächsten Jahre, bis du dann irgendwie Anfang 30 bist, aussehen sollen? Oder ist es jetzt so, dass du sagst, nee, wir besprechen irgendwie jede Saison aufs Neue? Oder hast du so ein bisschen so einen Masterplan im Kopf? Also wie lange noch Mitteldistanz, wann geht's auf die Langstrecke, wann Hawaii und so weiter? Also ich habe auf jeden Fall quasi mein langfristiges Ziel, was ist, also Hawaii zu gewinnen quasi. Aber wann und wie, das weiß ich nicht und also weiß noch niemand. Und genau bis dahin, wie ich das ganz genau aufbaue, das kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Also wir sprechen schon eher so nur von Saison zu Saison,
wie entwickle ich mich, jetzt müssen wir vielleicht da noch was dran arbeiten oder hier. Und ich meine, es ist auf jeden Fall immer schwierig vorherzusagen, jetzt vor allem jetzt auch mit 2020, wo ja auch eh alle Pläne erstmal über den Haufen geworfen worden sind. Und genau, der Plan jetzt für die kommenden Jahre auf jeden Fall, ich sage mal grob 5 Jahre, ist erstmal auf der Mitteldistanz zu bleiben, mich da weiterzuentwickeln, wirklich, also mich da auch bis ans, sag ich mal, Limit zu entwickeln, dass wirklich auf den Distanzen nicht mehr weitergeht, und dann kann man drüber nachdenken, den Schritt auf die Langdistanz zu machen. Ich bin gespannt, wann das Limit da erreicht ist, weil, wie gesagt, ja, das ist noch eine sehr junge Karriere auf der Mitteldistanz, aber eine sehr lange Triathlon-Karriere dahinter schon. Ich bin gespannt, wie lange das da dauert, bis du da den Peak erreicht hast, um dann auf die Langdistanz zu gehen, weil ich glaube, dass das dann sehr, sehr spannend ist, eben mit dieser langen Kurzdistanzkarriere und dieser Spritzigkeit und Schnelligkeit, die du mitbringst. Das ist ja so eine Schule, die vielleicht bei vielen Langdistanzlern irgendwie noch nicht da war. Und vielleicht ist es ja so ein bisschen, das ist was, was ich irgendwie im Hinterkopf dabei habe, dass da halt nicht irgendwie einfach nur der nächste gute deutsche Langdistanz-Triathlet heranwächst, so auch jetzt so mit der sportwissenschaftlichen Perspektive von da an, sondern wirklich sowas wie so eine neue Stufe vielleicht auch erreicht wird, weil halt deine Schule eine ganz andere ist, von der du kommst. Ja, es ist auch, so, dass ich bin jetzt ja auch nicht der Einzige, der das ja macht, auch jetzt von Kurzdistanz auf Mittel und dann langfristig auf Langdistanz. Also ich denke schon, dass das, man sieht es jetzt auch vor allem auf der Mitteldistanz, das ist ja jetzt inzwischen so, also so richtig schnell. Also früher war es ja eher so, dass so Mitteldistanz eigentlich eher mehr quasi mit Langdistanz zu tun hatte, als die olympische Distanz. Aber ich finde, jetzt ist es eher so, dass die Mitteldistanz eher quasi noch eine längere olympische Distanz ist. Mhm. Also klar, man sieht es auch zu Gustav Iden, Blumenfeld und so. Also die da jetzt auch auf den Mitteldistanz eben vorne dabei sind, und gibt eben ganz viele von denen, die von den kurzen Distanzen da jetzt eben quasi auch mal das Längere ausprobieren und eben da halt auch richtig schnell sind. Und ja, ich denke, das wird sicher auch irgendwann dann eben auch noch auf die Langdistanz übertragen werden. Und ja, also da geht auf jeden Fall was in den nächsten Jahren, nicht nur bei mir jetzt. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, und ich glaube auch, dass das für viele, die den Sport verfolgen, interessant wird, und dann auch Sebi das, glaube ich, interessiert verfolgen wird, was mit dir so passiert. Und vielleicht hofft er ja auch, dass seine Karriere auf der Langdistanz zu Ende ist, bevor deine beginnt. Ich würde sagen, du hast noch ein bisschen Training vor dir heute. Du machst uns jetzt erstmal noch einen Kaffee, und an der Stelle würde ich mich für das Gespräch erstmal bedanken. Ja, vielen Dank. Ja. Heute harte 6x10 Minuten. 5 Minuten locker dazwischen. Ja, bin so V2 Max. Aber ich will jetzt hier nicht verraten, wie viel Watt. Ja, Programm ist durch. 6x10 Minuten. V2 Max Intervalle. Jetzt nur noch locker ausfahren. Jetzt noch eine persönliche Nachricht an Freddy Funk zum Abschluss. Dieses Video oder dieser Hausbesuch sind uns ein extra Outro wert. Vielen Dank für den wirklich sehr, sehr lustigen Tag bei dir und die nicht nur ernst gemeinten Ausflüge, sondern auch den Spaß, den du mit uns gemacht hast. Und ja, wie gesagt, es ist immer schön zu sehen, dass sich auch Profis nicht immer ganz so ernst nehmen müssen.